Einen wunderschönen guten Morgen an unserem Freitag hier. Bei uns scheint wunderbar die Sonne. Ich hoffe, bei Ihnen ist auch schönes Herbstwetter und wir können heute wieder einen fantastischen Handelstag genießen. Den starten wir wie jede Woche Freitag mit den Handelsideen, mit dem Ausblick für die kommende Woche und mit einem edukativen Part. Und ich begrüße auch hier im Live-Webinar auch alle Live-Zuschauer, die wir hier haben. Andreas, Hermann, Rolf, Ludger, Fernando. Die Reihe füllt sich Stück für Stück. Ich freue mich auf die Live-Kontakte hier auch an dieser Stelle innerhalb vom Webinar. Wer Fragen hat, ich lade sie ein oder euch ein, einfach hier in den entsprechenden Chats das Kürzel für den Chart oder aber die Frage direkt auch reinzugeben. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch gleich mal in das Webinar hinein. Wir starten mit dem Risikohinweis, der Handel mit Devisen auf CFDs bzw. mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Den Disclaimer, den sehen Sie hier an dieser Stelle, der ist wichtig. Deswegen obligatorisch auch in jedem Webinar. Schauen wir einfach mal in die Themen für heute. Heute ist ja Freitag, da geht es immer etwas länger, weil wir intensiver uns heute mal die Zeit nehmen, auch für die Wochenendvorbereitung, die Sie machen, dass Sie dann die nächste Woche gut traden können. Wir schauen nach den Handelsideen in den Wochenausblick. Wir machen die Analyse der großen Indizes und wir schauen dann im Bereich Know-how. Thema hier hin und her, macht Taschen leer, kennt bestimmt jeder aus seiner eigenen Trading-Karriere, dass man Situationen hatte, wo man einfach hin und her getradet hat, nichts verdient hat und der Markt trotzdem in die Richtung gelaufen ist, wo man hin will. Ich weiß, dass das einigen Händlern so geht, gerade die jüngeren Händler, damit meine ich jetzt nicht das klassische Alter, sondern entsprechend von der Trading-Erfahrung auch relativ jung. Lutz, Olaf, guten Morgen. Ja, damit geht's dann los. Wir schauen jetzt mal in die Tagesvorschau für heute, bevor wir uns dann den Chart vom australischen Aktienmarkt, vom Kandala Schweizer Franken und Euro-Tschechischer Krone widmen. Was gibt es heute an Tagesnachrichten? Um 9.30 Uhr, da spricht der Mann der EZB, Herr Draghi. Mal schauen, was er zu berichten hat. Das hat natürlich immer Einfluss auf die Märkte hier bei uns in Europa. Das heißt, Priorität Euro plus die Indizes natürlich, der DAX, da kann einiges passieren. Schauen wir mal, was hier kommt. Wir bekommen um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex, die Daten rings um dieses Thema. Die gibt es dann, wie schon gesagt, hier. Prognosen sehen wir auch hier. Die Zuwächse sind entsprechend angemagert, entsprechend nahezu denen der Vormonate bis auf den Verbraucherpreisindex für den Monat Oktober. Da gibt es eine kleine niedrigere Prognose als das, was im Vormonat entsprechend der Fall gewesen ist. Um 14 Uhr spricht dann Bundesbankpräsident Weidmann und im Nachmittag geht es dann in den USA um 15:45 Uhr, 15.15 Uhr gibt es Informationen zur Industrieproduktion und dann gibt es am Abend hier entsprechend, Sie sehen es hier unten, das Thema COT-Report, da gibt es die CFTC Speculative Positions. Das heißt, hier gibt es dann die Informationen, wie sich die Big Boys im Bereich der Futures entsprechend auch mit aufstellen an dieser Marke. Also das mal die Tagesnachrichten für heute. Und damit würde ich sagen, gehen wir einfach gleich in die Charts hinein, bevor wir uns dann mit dem Wochenausblick befassen. Hier sind die Charts, das ist der MetaTrader. Sie sehen auch wieder, wie immer, in Zusammenarbeit hier mit dem Add-on, den Stereo-Trader. Wer mehr Informationen zum Stereo-Trader haben möchte, das sage ich an dieser Stelle auch nochmal, weil da immer mal wieder Fragen reinkommen. Schauen Sie einfach mal auf der Website von Tickmill vorbei. Hier die deutsche Website bitte auswählen, also hier oben bei der Sprache auf Deutsch gehen. Da sehen Sie auch alle Informationen rund um alle Währungspaare. Können Sie schön den Konditionsvergleich auch mal anstellen. Sehr, sehr kompetitiv, das kann ich Ihnen sagen. Und hier finden Sie im Endeffekt das Thema der Werkzeuge und bei den Werkzeugen finden Sie alle Informationen rund um den Stereo-Trader. Also wenn Sie den hier mit der Software direkt nutzen möchten, hier finden Sie alle Informationen, die dafür notwendig sind. So, dann wieder zurück zu den Charts. Hier haben wir gerade den DAX mit zu sehen, aber den schauen wir uns nachher erst an. Wir gehen jetzt mal zuerst in den australischen Aktienmarkt hinein, wenn wir uns den Chart mal anschauen. Wir hatten den Chart ja schon vor ein paar Tagen mal besprochen. Ich glaube, vor knapp 14 Tagen war es gewesen. Da hatten wir hier die Marke auf der Uhr, der Ausbruch aus diesem schönen Korrekturmuster. Ne? Wir haben ja hier weiterhin den laufenden Abwärtstrend, das ist ganz einfach so, wie es ist. Aber hier in dieser Korrektur gab es ein Korrekturmuster.
Ne, das konnte man kurzfristig traden. Der ist auch schön in unsere Ziele hier oben reingelaufen und hat nahe diesem Korrekturhoch hier wieder rumgedreht. Also die obere Marke hier von 5.950 Punkten hat hier entsprechend gehalten, was eine solche Marke tut. Sie gibt den Widerstand und hat den Markt dann entsprechend wieder rumdrehen lassen. Jetzt sind wir weit runter gelaufen und ich blicke heute mal auf den Chart mit Ihnen drauf, weil wir hatten gestern hier an dieser Stelle ein erstes Zeichen, dass dieser Index hier eventuell ein höheres Hoch machen könnte. Das heißt, das war diese Kerze hier, Runterlauf nach unten und dann Intraday schön wieder rumgedreht, diesen Hammer gemacht. Das ist interessant zu sehen und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt hier daraus macht. Das heißt, hier ist ja mal auf alle Fälle eine Chance da, dass wir höher laufen können, bevor wir diese Tiefbereiche erreichen. Das heißt, dass wir definitiv ein höheres Hoch machen. Sascha, guten Morgen und einen schönen Urlaubstag wünsche ich dir. Heißt also, wenn das Ganze hier an dieser Stelle wieder rumdreht, momentan ist ja die Kerze schwarz, das heißt, die Kurse fallen, aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, wir sehen ja auch gewisse Volatilitäten in den Märkten. Wenn wir hier Bestätigung bekommen, das wäre dann sehr, sehr schön. Das wäre dann ein Anzeichen dafür, dass wir hochlaufen könnten, wieder hier oben rein. Und das würde dann immerhin noch die Möglichkeit offen halten, dass wir tatsächlich hier ein höheres Hoch sehen und die Märkte nach oben drehen können. Anlaufpunkte dann natürlich Tageshochs, die haben wir hier liegen, ähnlich wie das hier drüben der Fall gewesen ist. Als wir dieses Setup getradet haben, sind dann die Hochs um die 5837 bzw. 5863 Punkte. Hier oben sollte es dann reingehen. Wenn die positive Dynamik nachhaltig ist, dann können wir nach oben laufen. Das ist aber alles noch, ja, wie sagt man so schön, Zukunftsmusik. Erstmal muss der Rumdreher kommen. Wir brauchen die Umkehr der Nachfrage, den Rebound, den Schub nach oben, damit wir tatsächlich auch ein höheres Hoch bekommen. Das heißt, da muss definitiv Momentum rein in den Markt. Nach unten hin haben wir Supports liegen, wieder hier diese Supportzone um die 5.650 Punkte. Und hier unten die Marke von knapp 5.600 Punkten. Die sind wichtig. Wird das ganze Zeugs gebrochen, dann haben wir hier noch, da muss ich jetzt mal ganz kurz mit Ihnen ein Stück weit zurückgehen, noch weiter, kleinen Augenblick, kleiner machen hier. Wir haben hier dann um die Marke, wenn wir hier unten tatsächlich durchbrechen, das heißt, wenn spätestens die 5.600-Punkte-Marke gebrochen wird, dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt. Sie sehen es hier unten von diesem Tief, ne? Hier war der Bewegungsschub nach oben, da kam dieses Tief unten drunter, das war auch in etwa hier der Ausbruchsbereich, wo man hier oben drüber gelaufen ist, die Marke von 5.580 Punkten. Das war der Bereich, jetzt müssen wir mal kurz aufs Datum gucken, das war der Bereich, Februar 2017 war das Tief hier unten. Wie schon gesagt, das wäre dann als nächster Anlaufpunkt da, sollten wir hier keine Umkehr der Nachfrage bekommen und der Markt einfach schnurstracks den Trend fortsetzen und das Ganze nach unten hin laufen lassen. Das ist dann im Endeffekt der Punkt, der kann hier entsprechend ja, kommen und das Ganze laufen lassen. Also das wird sich zeigen, wie wir dann hier in den Markt hineinlaufen, was es gibt. Die Umkehr können wir sehr, sehr schön sehen, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Das heißt beispielsweise hier in die Stunde. Und hier sehen wir schon die ersten schönen positiven Tendenzen. Das mache ich mal kurz. Ich ziehe es mal kurz etwas höher für die Optik für Sie. Schauen Sie, hier, das ist der Trend nach unten gewesen. Hier rein. Und da sind wir jetzt erst einmal drüber gelaufen, über dieses Hoch hier. Ich markiere Ihnen das mal ganz kurz. Das war das wichtige Hoch. Da sind wir drüber gelaufen. Das hier war sozusagen Bewegung. Ich glaube, das können Sie jetzt nicht gut sehen. Ich mache das mal in einer anderen Farbe. So, rot und ein bisschen dicker. So, also hier Bewegung. Dann hatten wir nochmal Korrektur. Das war das Korrekturhoch dann sozusagen. Dann sind wir hier nochmal schön runtergelaufen. Stundentrend. Und dann kam das, was interessant ist. Nämlich hier sind wir oben drüber gegangen. Dann entsprechend die Korrektur zu sehen. Ich mache das auch gleich mal in einer anderen Farbe. Hier machen wir einfach mal blau. Korrektur zu sehen, hier dieser Bereich bis runter. So, und jetzt kommt es drauf an. Wir haben ja schon mal ganz kurz oben drüber gelookt. Das heißt, hier gab es schon mal ein leicht höheres Hoch als hier. Das heißt, rein technisch, rein klassisch technisch, haben wir ja schon mal einen Aufwärtstrend. Ob das Ding jetzt weiterläuft, das wissen wir nicht. Was wir hier sehen müssen, um den nachvollziehbaren Rebound zu bekommen, die Märkte nach oben laufen zu lassen, ist dann der Fall, dass wir hier hochlaufen, drüber laufen und dann sehen wir schon interessante Anlaufpunkte hier. Einmal hier, einmal hier. Hier liegen die Tageshochs, die ich markiert habe. Das sind Werte. Das ist der Rebound, den wir dann sehen. Und wenn das entsprechend
nach oben laufen können oder laufen lassen, dann haben wir tatsächlich die Chance, dass sich hier ein höheres Hoch ausbildet, beziehungsweise ein höheres Tief ausbildet und wir dann hier oben auf die Hochseite laufen können. Das ist, was vor uns liegt. Jetzt muss der Markt entscheiden, was wir machen. Wie immer müssen wir uns vom Markt zeigen lassen oder sollten wir uns, wenn wir das Ganze erfolgreich traden wollen, sollten wir uns vom Markt zeigen lassen, wie das Ganze entsprechend sich auch entwickelt und dann in die Trades reingehen, wenn der Markt entsprechend die Setups auch mitspielt. So, dann zurück in den Tageschart und zum nächsten Währungspaar. So, Kandaler, Schweizer Franken. Fangen wir einfach mal an. Während ich den Chart hier raussuche für Sie, werde ich mal ganz kurz ins Chatfeld gucken. Ich habe nämlich gesehen, es kam eine Frage auch rein. Sascha fragt, alles klar, Sascha, passt. Der Sascha hatte gesagt, Australdollar, Kandollar, er wollte heute eigentlich frei machen, aber Sie lesen es ja selbst, der Australdollar, Kandollar will nicht so und da ist als Händler manchmal so die Situation gegeben, man möchte einfach frei machen, entspannt die Trades laufen lassen, wie sie laufen, aber wenn dann plötzlich etwas ist, wo der Markt ruft, hey, du musst doch einmal nachschauen, ja, dann muss man einfach sagen, ein bisschen Verbindung zum Markt auch dran haben und wenn man dann entsprechend handeln muss, dann muss man halt die freie Zeit mal eben unterbrechen, um zu zumindest strategisch hier in den Markt einzugreifen und die Strategien entsprechend dann entweder zu beenden oder adaptiv im Markt zu reagieren. Sascha, ich drücke dir die Daumen, dass das passt. Und wir gucken hier zurück in den Chart vom Kandaler Schweizer Franken hier. Wir hatten den Kandaler Schweizer Franken vor einer ganzen Weile schon mal besprochen. Damals hatten wir die Situation, dass wir hier ein Dreieck nach oben hin hatten, nach oben hin laufend hatten, was der Markt allerdings bis jetzt nicht getriggert hat. Das heißt hier, das Ganze schreibt sich weiter fort. Wir sehen hier das Ganze im Fortgang und das habe ich heute mal aufgenommen, um auch zu schauen. Wir müssen manchmal als Händler auch so ein bisschen geduldig sein, was das Thema hier angeht, um zu sagen, wir brauchen einfach die Bestätigung eines Ausbruchs. Hier haben wir jetzt wieder Kandaler Schweizer Franken. Kandaler Schweizer Franken befindet sich mittlerweile immer noch hier in diesem Aufwärtstrend innerhalb der Korrektur dieses massiven Kursanschubs nach oben. Bisschen ungewöhnlich, dass sowas so lange dauert, wenn dieser Kursanstieg so stark nach oben ging. Ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, wenn sich so eine Musterbildung nach so einem Schub, der ja nicht lang gedauert hat, aber sehr, sehr hochgegangen ist, doch so lang hinzieht, da geht so ein bisschen Dynamik verloren. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, dass zwar ein Ausbruch kommt, aber man von diesem Ausbruch nicht mehr ganz so viel erwarten darf. Ob das so kommt, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt rein mein persönlicher Eindruck aus meinen Erfahrungen daraus. Aber was wir hier wirklich sehr, sehr schön sehen, ist die Tatsache folgendes. Wir sind gestern hier im Tagesverlauf unten rangelaufen. Wir haben hier die ganzen letzten Tage immer die Spikes von der Oberseite gehabt, die abverkauft worden sind. Das heißt, es hat uns hier gezeigt, der Markt, der will einfach nicht hoch, sondern eher der Druck von oben zur Unterseite hin. Nun haben wir aber dieses Dreieck in seiner Verortung innerhalb dieses Aufwärtstrends und da heißt es ja, dieses Dreieck ist eine bullische Konsolidierung. Heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass nach oben gebrochen wird, ist größer als die, dass er nach unten gebrochen wird. Aus diesem Grund müssen wir einfach machen, was der Markt hier sagt. Und aktuell sagt der Markt, warte mal noch ab. Wir haben jetzt hier zwei Sachen. Wenn der unnatürliche Fall eintritt, dass wir hier den Bruch zur Unterseite bekommen, das heißt, dass sich hier das von mir rot skizzierte Szenario füllt und wir hier nach unten hinlaufen und möglicherweise einen Abwärtstrend haben, dann haben wir den Abwärtstrend, wenn wir unter diese Marke hier laufen, unter dieses Tief, das ist das Support bei 0,75511, ja, wenn er bricht hier runter, da ist erst einmal Luft nach unten da, bis in diesen Bereich hier rein, das heißt für das kurzfristige Trading ist das ganz einfach gut nutzbar, das ist dann sozusagen hier in dem Moment eine Ausdehnung der entsprechenden Korrektur, laufen wir hier drunter, dann gibt es einen Gegentrend, und dann haben wir die, ja, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen Chance, aber die Wahrscheinlichkeit da, dass wir hier mal diesen Support anlaufen, diesen Support hier, dieser Ausbruch, bevor dieser oder wo dieser große Schub entsprechend reingelaufen ist und dann hier oben das Hoch bei 0,77189 gemacht hat, das wäre dann mal ein Level, was anlaufbar wäre, Markenbereich 0,74979 in diesem, also knapp 0,75 hier in diesem Bereich. Da könnte es dann hingehen, wenn wir tatsächlich nach unten rauslaufen. Aber wenn der Markt das tut, was er, sage ich mal, nach solchen
Konsolidierungen, die wir sie haben, macht, nämlich nach oben hin ausbrechen, dann haben wir als ersten Anlaufpunkt hier drüben die Marke, dieses Hoch von dort, von diesem Punkt, was wir hier haben, das liegt um die Marke von 0,76867. Hier dieser Bereich, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt nach oben hin immer rausbrechen und dann natürlich strategisch gesehen hier Überwindung dieses Hochs, damit sich dieser Trend hier entsprechend auch fortsetzen kann. Die Marke hatte ich schon genannt, 0,77189. Was danach noch kommt, da müssen wir wieder hier rüber schauen und schauen wir mal, wenn wir haben hier ein paar Hochs, Tageshochs liegen, die der Markt durchaus auch anlaufen kann, die interessant sind für diesen Bereich, aber da sind wir noch so weit von weg, da müssen wir wirklich erstmal abwarten, bis sich dieses Muster entsprechend auflöst. Aber es ist auf alle Fälle etwas für die Watchlist. Gestern, wie schon gesagt, im Laufe des Tages hat der Markt hier unten schon mal ziemlich dolle auf die Biege gedrückt. Wir gucken uns das mal ganz kurz im Chart hier an, wenn wir das mal sehen. Die Stunde ist hier runtergelaufen, hat Ewigkeiten in dieser Zeit verbracht, lief nochmal hoch, dann wieder runter hier in diesem Bereich. Also gestern war so ein Tag, wo man fast denken könnte als Händler oder konnte, jetzt wird doch nicht etwa wirklich ein Bruch kommen. Und das ist wiederum auch so ein Punkt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist so eine Marke, das ist das, was den Händler in der Geduldigkeit prüft. Na, wer jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise gestern Short gegangen wäre, der hätte sich halt die Finger verbrannt und zwar massiv. Warum? Weil wir einfach dieses Muster haben und dieses Muster ist eine bullische Konsolidierung und wenn das Teil nicht wirklich bricht, hier haben wir es ja gebrochen, aber es gab einfach keine Bestätigung, dann hat da hat einfach für dieses Muster der Trade im Chart nichts zu suchen. Ja? Heißt also Finger weg, erst auflösen lassen. Deshalb für die Watchlist das Ganze da. Wer das Ganze im kleinen Bereich natürlich machen will, zwischen diesen beiden Ober- und Unterseiten zu traden, der kann das natürlich machen. Aber bitte immer alles in den Kontext setzen. Das heißt, da muss auch der Trading-Zeitrahmen immer auch mit stimmen in dem Bereich. So, gut. Also hier das Ganze mal im Stundenchart zu sehen. Hier sehen wir also ein Hin und Her. Das ist halt, wie es ist. Da kommen wir wieder hin und her, macht Taschen leer auf das Thema für nachher. Schauen wir jetzt nochmal in den Tageschart hinein. Und zwar Euro-Tschechische Krone. Also hier, heute haben wir mal, ich glaube, das ist Premiere, dass ich Euro-Tschechische Krone hier mal mit reinnehme. Aber die interessante Situation ist da. Und deswegen gucken wir einfach rein. Hier war auch was Cooles, wenn Sie das gerade gesehen haben. Hier war eine Intervention der Notenbank und die wurde aufgelöst. Das muss ich nochmal ganz kurz zeigen. Zack, 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 hier drüben. Das war, da hat die Tschechische Notenbank die Währung gestützt. Und hier hat sie aufgehört mit der Stütze. Zack, hutsch, das war eine Nachricht, wo man wirklich sehen konnte, hier wurde Stabilisierungsarbeit geleistet, die wurde dann aufgelöst, zack, hat der Markt sich selbst überlassen oder wurde der Markt sich selbst überlassen und damit ist dann wieder das Spiel da, wenn so eine Stütze weg ist. Das sind Nachrichten, die können wirklich sehr, sehr schön dazu genutzt werden, zu traden. Wer sowas genutzt hat, das ist jetzt Geschichte. Das hatten wir aber auch, genau so eine Geschichte hatten wir beispielsweise auch im Euro, Schweizer Franken oder sowas. Wenn Sie die Erfahrung damit haben, schauen Sie ruhig mal, wie der Markt in solchen Situationen, sag ich mal, unterwegs ist. Und wenn da solche Sachen auch da sind, dass so eine Stütze reinkommt, da weiß man, okay, wenn die Stütze da ist, da wird nicht viel passieren. Aber wenn die plötzlich wegfällt, dann ist der Markt in einem ganz anderen Szenario. Und das ist dann echt hochinteressant. Und da kann man wirklich sehr, sehr schöne Trade-Szenarien finden. Ich meine, jetzt hier im Nachgang zu sagen, schaut mal, hier gab es den Rutsch, dann gab es nochmal den Test und dann gab es nach unten. Das ist jetzt leicht zu sagen, weil wir jetzt natürlich die rechte Seite vom Chart kennen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle allerdings auch sagen, das ist genau das Gleiche wie an Widerständen oder Unterstützungen. Das war hier oben entsprechend eine Unterstützung, die fiel dann plötzlich weg, da gab es den Bruch, der Markt lief nochmal dran zurück und das ist ein natürliches Verhalten. Häufig werden solche Unterstützungen nochmal getestet oder Widerstände hier oben, also hier war es erst die Unterstützung, dann wurde es natürlich zum Widerstand. Das wird getestet und diese Retests kann man dann als zweiten Einstieg nutzen, wenn man beim ersten Schub nicht dabei sein konnte, mit der Wahrscheinlichkeit nach unten zu gehen. Also das sind Dinge, die zeigt uns ja wunderbar auch der Markt auf. So, und jetzt kommen wir mal von der Geschichte entsprechend zur Gegenwart, beziehungsweise das, was wir in Zukunft entsprechend hier auch planen. Da zoome ich mal etwas weiter rein in diesen Chart hier. Da sehen wir nämlich, Moment, da muss ich etwas kleiner machen, jetzt war ich zu schnell unterwegs. Wir haben hier, guckt mal, hier ein Peak, hier ging es drüber, dann wieder drunter. Das heißt, diese Marke hier um die knapp 25,96 bzw. 26 tschechische Kronen ist aktuell ein Bereich, wo der Markt so ein bisschen dran fixiert ist, um das mal so, sagen wir es mal so. Das heißt, er
ging zwar schon mal drüber, fiel dann aber wieder runter. So, jetzt haben wir hier schön diese Aufwärtsbewegung gehabt, diesen schönen klassischen Aufwärtsschub. Der hat seinen Bewegungsursprung hier bei 25,386 unten gehabt. Das war gewesen im September diesen Jahres. Jetzt schiebt er sich wieder hoch oder hat sich wieder hochgeschoben hier in den Bereich von 25,96. Das Hoch war bei 26,019. Und hier sehen wir jetzt so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ich will jetzt nicht sagen Nervosität, aber schon doch immer wieder so die Situation, dass die Händler doch mal auf den Verkaufknopf drücken, aber immer wieder hochkommen. Das heißt, diese Marke hier um die 25,96, die hat eine gewisse Anziehungskraft. Da will man nicht richtig drunter, aber auch noch nicht richtig drüber. Und das gibt uns wieder dieses Momentum in diesem Spannungsbogen. Da baut sich jetzt was auf. Hier sehen wir, Schub nach unten wurde auch wieder nach oben gekauft. Das heißt, was wir hier sehen, wir haben hier unten zwei Pivots, zwei Pivotpunkte. Und zwar liegen die an den Tagestiefs. Und hier ist es dann wirklich interessant, was passiert an diesen Stellen? Läuft der Markt runter und dreht wieder hoch oder bricht er unten drunter durch? Das heißt, hier haben wir nach unten hin so ein bisschen Supportbereich. Wenn man das Ganze mal trendtechnisch ein bisschen eingliedern möchte, dann kann man sagen, das ist hier in diesem Chart ein bisschen komisch zu sehen, sind ein bisschen seltsame Kerzen hier, aber nichtsdestotrotz können wir ja trotzdem das Grundrauschen sehen. Das ist mal sozusagen der Trendverlauf, wie wir ihn hier haben. Ich visualisiere das einfach mal kurz, damit wir das Ganze hier sehen. Heißt also, wir sind hier in diesem Bereich, das war der Hochbereich in etwa, dann sind wir wieder hier runtergelaufen, dann ging es wieder hier nach oben hin, hier hin, dann haben wir hier das letzte Bewegungstief bzw. Trendtief. Und dann hat hier die Bewegung gestartet und ist jetzt nach oben gelaufen. Das heißt, aus rein technischer Sicht könnte der Markt unter diese Tagestiefs hier natürlich auch noch weiter laufen. Das Level, wo es dann zum Trendbruch kommt, das sehen wir auch hier unten sehr schön im Chart. Das heißt, das wäre dieses Tief hier unten irgendwo um die Marke. Was haben wir hier? Knapp 25,735. Da geht der Markt runter. Wie schon gesagt, die Pivot Points haben wir hier. Wir haben noch ein paar Tagestiefs. Muss man sehen, wie weit die Bewegung hier, beziehungsweise die Korrektur, muss man sagen, nach unten läuft und ob die Bewegung wieder startet. Aber wenn die Bewegung startet, das ist dann das Interessante, dann haben wir halt wirklich die Chance, hier oben drüber rauszugehen, über dieses Hoch bei 26,019 und dann haben wir hier relativ naheliegend schon wieder den nächsten Schubpunkt hier, das Hoch, das Tageshoch um die 26,028. Das liegt sehr nahe dran, das kann dann gleich wieder Dynamik nach oben bringen. Dann haben wir hier das nächste Tageshoch bei 26,115 und dann haben wir hier schon dieses Hoch und das sind die Potenziale, die jetzt entsprechend hier aus diesem Markt rauslaufen, was wir auf der Oberseite haben. Aus diesem Grund ist diese Währung heute mal mit reingekommen und entsprechend hier in den Fokus mitgerutscht. Das also zu den entsprechenden Charts für die heutige Tagesvorbereitung an sich. Jetzt schaue ich noch mal kurz in die Chatfelder hinein. So, ich bekomme gerade die Information, der Ton wird immer leiser. Fernando, ich habe jetzt mal das Mikro etwas näher an mich rangerutscht. Ich hoffe, es passt. Wenn es immer noch zu leise ist, einfach mal bitte die Info rübergeben. Ich mache mal kurz das Mikro noch lauter hier. So, ich hoffe, ich habe das Mikro jetzt mal lauter gemacht. Manchmal macht der Computer die Steuerung des Mikros selbstständig, aber ich sehe die Ausschläge immer noch da. Ich rutsche das Mikro einfach nochmal ein Stückchen ran. Ich bitte kurz um Feedback, ob der Ton alles passt. Gut, dann passt das Ganze also hier zu den Tagescharts entsprechend. Bekomme gerade die Rückmeldung, Ton passt. Ton wird besser. Alles klar. Gut. In Ordnung. So. Dann als nächstes rein in die Vorbereitung für die nächste Handelswoche. Das heißt, wir starten jetzt hier mal mit den wichtigsten Terminen für die kommende Woche und dann machen wir den großen Check der Charts. Was sind wichtige Termine? Wir bekommen Montag, gut, ich habe mich hier wieder für Sie, Sie kennen das ja, auf die höchsten Relevanzen in den USA und Euro-Deutschland so gut mal begnügt, fokussiert, weil wir hier den deutschen Markt und viele Sachen aus den USA als wichtigste Faktoren haben. Aber wenn Sie andere Währungsmärkte traden beispielsweise oder andere Indizes, dann macht es natürlich Sinn, dass Sie sich auch die Nachrichten dieser Märkte entsprechend auch mit anschauen. Das würde jetzt hier nur den großen Rahmen etwas überdehnen. Was gibt es nächste Woche an sehr, sehr wichtigen Nachrichten? Bis zur Wochenmitte haben wir hier am Dienstag in den USA das Thema Baugenehmigung für den Monat Oktober. Am Mittwoch gibt es dann auch wieder aus den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter. Wir bekommen die Verkäufe bestehender Häuser und wieder wie jede Woche Mittwoch dann im Normalfall die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. So, nächste Woche ist dann in der USA eine verkürzte Handelswoche. Wir haben am Donnerstag Thanksgiving, das
sozusagen Erntedankfest. Freitag ist dann verkürzter Handel. Das heißt, das muss man einfach entsprechend mit auf der Uhr haben, dass die Händler dort entsprechend auch fehlen, verlängertes Wochenende machen. Das werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den Märkten merken. Donnerstag gibt es dann noch den Bericht des geldpolitischen Treffens seitens der EZB. Und am Freitag bekommen wir aus der Eurozone hier das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland und den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das mal die wichtigsten Nachrichten für die nächste Woche. Veranstaltungstechnisch nächste Woche auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Nächste Woche ist World of Trading. Da sehen wir uns, wenn Sie mögen, wenn Sie da sind, am Freitag und am Samstag auf der Messe in Frankfurt. Da freue ich mich auch schon drauf, dass der Hinweis hier an dieser Stelle. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und wir schauen dann in die Märkte. Und aus diesem Grund gehen wir jetzt mal zurück in die Charts. Und da gucken wir auf die Märkte. Und übrigens, wenn jetzt jemand noch Fragen zu dem einen oder anderen Chart hat, hier einfach bitte posten das Ganze, dann können wir das Ganze alles, entschuldigen Sie, da können wir das Ganze alles direkt hier im Markt direkt uns anschauen, das heißt in den Live-Charts. So, also hier in die Indizes rein. Ich würde vorschlagen, wir starten wieder mit dem DAX, unserem Heimatindex. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, wo wir es am besten reinnehmen. Schau mal hier, machen wir das, den DAX mit nach drüben, so, sehr schön, und dann sehen wir hier, ja, was sehen wir? Wir sehen Business as usual, wir haben weiterhin einen Abwärtstrend, hier schön nach oben laufen, kleinen Augenblick, ich mache mal kurz die Farbe wieder gleich, so, dass das Ganze passt. Das heißt, hier haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche schön die Gegenbewegung gesehen. Hier oben kam dann ja die Verkaufsstärke wieder in den Markt. Da haben die Käufer einfach gesagt, gut, vorbei, jetzt laufen wir runter. Und jetzt ist ja immer noch die Frage, die stellen wir hier auch wieder. Also ich sage mal so, aus rein klassischer, trendtechnischer Sicht haben wir jetzt hier einfach einen Trend, der nach unten läuft, der auch schon fortgeschritten ist, weit fortgeschritten ist, also hat auch schon eine gewisse Reife erreicht, wo auch die Wahrscheinlichkeit eines Trendbruchs mitkommt. Und jetzt stellt sich ja hier immer so die Frage, das ist die reine charttechnisch an sich. Charttechnisch heißt das Ganze, so ein Trend wird erst gebrochen, wenn das letzte Korrekturhoch überschritten wurde. Das heißt, das hätten wir hier in diesem Bereich an der Marke hier oben in diesem, wo haben wir die Marke gehabt? Ungefähr 11.800 und ein paar zerquetschte Punkte. Da müssen wir drüber, um nach oben zu gehen. Das ist klassisch technisch. An der Stelle sind wir jetzt gerade in der Bewegung dieses Trends nach unten. Und jetzt kommt der Punkt, irgendwann fängt sowas ja an. Das heißt, den Weg nach oben zu gehen. Und im DAX sehen wir momentan beispielsweise hier unten so einen Bereich, wo wir rein spiken und wieder nach oben drehen. Das heißt, wo plötzlich wieder Käufer reinkommen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise dazu kommen kann, dass wir hier nach oben laufen. Das heißt, dass wir ein höheres Hoch, entschuldigen Sie, was ich immer nur mit meinen Hochs habe, dass wir ein höheres Tief bekommen. Ne? Das heißt, wenn wir hier tatsächlich das höhere Tief bekommen, dann wäre das jetzt mal eine Szenarioplanung hier in diesem Bereich. Hier unten bekommen wir den Support, da hält der Markt sozusagen inne und sagt, okay, wir wollen jetzt einfach nicht tiefer nach unten gehen. So. Danach kommt der Weg nach oben und das ist dann was, worauf wir warten müssen als Händler. Was wir brauchen ist, gerade für die Berufstätigen, jetzt nicht hier einfach reinzuspringen, das wäre nämlich der Griff ins fallende Messer, sondern wirklich gesagt zu bekommen, jetzt gehen wir hoch. Hier oben, wenn wir hier drüber sind, über diese Marke, dann haben wir hier über dieser Marke, über diese Hochs, die wir hier haben, um die Marke von knapp 11.680, 11.700 Punkte in diesem Bereich, da müssen wir drüber. Und dann haben wir erst einmal einen Aufwärtstrend. Das ist ein erstes schönes Zeichen. Das heißt, hier unten ist erst einmal ein früher Support. Wenn der hält, dann schiebt sich der Markt nach oben. Kurzfristige Trader können jetzt natürlich hier auf den Zug schon aufspringen und sagen, okay, im kurzfristigen Bereich gehen wir mal die Tageshochs an, die hier liegen. Und wenn sich das Ganze dann positiv fortsetzt, dann haben wir die Chance, drüber zu schieben. Und das wäre dann die Situation, die der Markt dann spielt, wenn wir hier entsprechend nach oben laufen. Also hier wäre es dann Angriff auf die 11.800-Punkte-Marke und dann den Schub nach oben zu sehen. Das ist sehr, sehr wichtig und das müssen wir dann entsprechend sehen. Ansonsten ist momentan der Abwärtstrend einfach da, der hält jetzt inne,
geht es wieder nach unten, setzt sich der ganze Spaß einfach nur nach unten fort. Wer hier aus dem kurzen Bereich, das heißt nicht erst warten möchte, bis wir hier oben reingehen, sondern einfach, wenn Sie das strategisch so wollen, jetzt also zu sagen, wir haben hier die Chance eines Rebounds und Sie wollen die Chance traden, einfach um nicht erst hier oben rein zu müssen, sondern schon frühzeitig reinzugehen, dann schauen wir einfach mal in die Stunde hier in diesem Bereich. Und was brauchen wir? Wir brauchen in der Stunde natürlich auf alle Fälle erstmal die Aufwärtsdynamik da. Das heißt, dass, wenn wir das mal im Kleinen hier sehen, dann haben wir hier, das ist der Trend nach unten mit hoher Volatilität. Hier war das letzte Tief. Also Sie sehen, hier oben diese Marke muss dann erstmal rausgenommen werden. Hier kommt die Dynamik rein, wenn man mal diesen Trend hier entsprechend auch sich mit anschaut, da kommen wir nicht umhin zu sagen, okay, das jetzt war Schub nach oben, schaut mal, hier war Aufwärtstrend schön da, der wurde jetzt gebrochen, dann ging es wieder hoch, also wir haben hier sehr, sehr hohe Volatilitäten, das ist auch ganz normal in diesem Bereich an dieser Stelle auch, dass wir das sehen und jetzt haben wir halt wirklich die Chance, laufen wir hier hoch, ja, dann könnte man sagen, das hier unten, das bildet sich jetzt als Aufwärtstrend rein, also hier Bewegung, das was wir hier sehen, ist gerade Korrektur und wenn wir dann hier unten reinlaufen und den Weg nach oben, dann bildet sich der Aufwärtstrend, der läuft dann entsprechend hier über diese Marke oben drüber, nimmt den Wert hier oben raus und dann haben wir die Szenarien eher auf der Seite, dass der Markt nach oben laufen will. Da müssen wir aber wirklich erst einmal abwarten, was wir hier angezeigt bekommen, damit wir hier normal entsprechend mit dem Marktverhalten auch mit traden können, weil Sie haben ja gesehen, wie die Volatilität der letzten Tage auch ist. Das ist schön für ganz kurzfristiges Trading. Das passt also an der Seite. Diejenigen von Ihnen, die das eher im mittelfristigen Bereich machen, das heißt auch als Swing Trader, als nebenberufliche Trader, für die schauen wir uns den Index ja auch immer im großen Bild einmal an. Für die ist es natürlich wichtig, solche Sachen auch mit auf den Plan zu haben. Also das hier im Endeffekt mein Blick auf den deutschen Aktienmarkt, auf dem DAX. Schauen wir mal rüber in die USA und zwar hier entsprechend den S&P 500 mal mit auf die Uhr entsprechend genommen. Das ist jetzt hier ein Bild, kleinen Augenblick. Ich räume mal kurz etwas auf an dieser Stelle. So, alles schön zusammengeschoben. Hier sehen wir, ich muss jetzt, bevor wir sprechen, noch mal kurz in den Wochenchart mit hineinschauen. Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier die Situation aus dem Wochenchart heraus. Wir haben hier unten, sage ich mal, das letzte Korrekturtief. Ne? Hier gab es ja diesen Wert nach oben, diesen schönen Schub hier auf, die Oberseite rauf. Und das war dann die Situation, ich mache das nur mal blau, damit das wieder zusammenpasst hier. Hier haben wir die Situation gehabt, Bewegung, Korrektur, Bewegung, hier neues Hoch, jetzt die Korrektur sozusagen. Das Tief, der Markt könnte ohne weiteres noch runter korrigieren, bis hier auf die Marke von ja, über den Daumen knapp 2500 Punkte in diesem Bereich, aber er scheint mittlerweile wieder hoch zu wollen. Ne? Wir haben ja hier diese schöne Umkehrkerze auf Wochenbasis gesehen, die wurde dann auch nochmal bestätigt. Hier wurde es jetzt volatil, lief mal wieder runter, aber wir schieben wieder nach oben. Und das ist das Interessante, was wir jetzt auf Tagesbasis sehen. Wir haben sozusagen hier auf Tagesbasis die Situation, den schönen Schub nach oben gehabt. Der ist hier oben reingelaufen, hier an diesem Punkt ist er raufgelaufen. Das ist sehr, sehr spannend. Wir gucken uns das gleich mal im Dow an, da sind wir sogar noch weitergelaufen. Da haben wir den Abwärtstrend gebrochen. Dann sehen wir hier unten jetzt plötzlich Stärke reinkommen. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir die Situation, dass wir den, ja, sage ich mal, Korrekturschub nach unten gesehen haben, auch in einem relativ engen Kanal an dieser Stelle, und das Ganze dann nach oben zu drehen. Und wenn der Ausbruch jetzt hier kommt und nach oben schiebt, dann haben wir eine Chance, diesen Schub hier nach oben weiterzulaufen und erst einmal im kurzfristigen Bereich, das heißt der Stunde, hier schön das Thema Aufwärtstrendfortsetzung zu bekommen. Wir haben jetzt noch keinen Aufwärtstrend, ne? Das heißt hier, wir haben hier unten, wenn wir uns mal diesen letzten Schub hier anschauen, da hatten wir hier sozusagen in diesem Bereich hier diesen Hochbereich, hier gab es nochmal so einen Zwischenschwung und dann sind wir hier unten nochmal drunter gelaufen, haben ein Tief gemacht, aber, und das ist das Interessante, hier sind wir drüber gelaufen, hier sind wir hochgeschoben und jetzt kommt es drauf an, das ist, the proof of the pudding, das ist jetzt hier Korrektur und wenn wir jetzt es schaffen, hier oben drüber rauszulaufen, dann haben wir in der Stunde im S&P 500 einen Markt, der hier diesen Trend rausgenommen hat und nach oben läuft. Das haben wir einen Aufwärtstrend, das heißt, das wäre dann die Bestätigung dieser Umkehrkerze von gestern. Wir sehen gerade nichts, ich muss den Stundenchart mal eben aufräumen. Geben Sie mir eine Sekunde oder zwei, so. Und das wäre dann die Bestätigung. Und dann hätten wir die Chance, nach oben zu laufen. Und das ist jetzt das Interessante. Auf der Oberseite haben wir halt Tageshoch von gestern. Dann haben wir hier Tageshoch von vorgestern. Wir haben relativ nahe Tageshochs liegen, was dann diese Dynamik nach oben natürlich etwas mit unterstützen kann. Und das ist das Spannende hier an dieser Stelle. Wenn der Markt das wirklich passt
oder packt, dann haben wir hier wirklich eine Umkehr der Nachfrage, die dann ein höheres Tief kreiert und uns die Chance gibt, nach oben zu laufen. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal noch im Dow Jones an. Da habe ich ja gesagt, da ist das Bild schon deutlich bullischer in meinen Augen. Warum ist es deutlich bullischer? Wir haben den Abwärtstrend gebrochen. Hier war der Abwärtstrend. Erste Bewegung, dann hatten wir Korrektur, dann gab es hier den Schub nach unten, Trendbildung und jetzt haben wir hier den Bruch des Trends gehabt, weil wir einfach über diese Marke hier oben drüber rausgelaufen sind. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist sozusagen die Korrektur dieser starken Bewegung. Und hier kann man gestern auch wieder schön dieses Signal bekommen. Umkehr. Und das gleiche Bild, das sieht fast identisch aus, wenn wir uns das im Stundenchart anschauen. Hier Abwärtstrend, hier war das Trend hoch, kleinen Augenblick. Also hier, das war sozusagen der letzte Schub. Hier gab es auch wieder diesen Zwischenschwung. Man könnte fast denken, man guckt sich den Chart vom S&P 500 an. Und dann gab es hier, genau wie im S&P 500, den Bruch. Und jetzt aktuell, Sie sehen es selbst, die Korrektur. Seitwärts laufend, das ist ein Zeichen von Stärke. Und diese Range nach so einem Schub, wenn die nach oben aufgelöst wird, haben wir auch wieder hier in der Stunde schön einen Aufwärtstrend. Und das ist dann entsprechend die Bestätigung für das, was wir hier sehen, für diese Umkehrkerze von gestern. Und das gibt uns dann die Chance, auch hier wieder über die überliegenden, relativ naheliegenden Tageshochs nach oben zu schieben und dann mittelfristig hier den Hochpunkt zu erklimmen und dann auf die Allzeithochs zu laufen. Das ist jetzt mal ein Szenario sozusagen für eine Jahresendrallye. Ob die kommt, wir wissen es nicht. Ja, wir sehen hier die Kerzen, wie sie hin und her schwingen. Gestern war aber schon mal ein guter Tag. Und wenn der Markt hier wirklich positiv ist, dann nimmt er diesen Schwung mit und schiebt nach oben. Und das ist das, was wir sehen wollen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich die Umkehr da. Und das gibt dann auch wieder dieses positive Bild aus der Woche. Gut, wir sehen hier in der Woche, kleinen Augenblick, etwas wenig. Muss ich mal etwas größer machen. Also aus der Woche, hier sehen wir schön den Trend des Tages. Und hier sehen wir nach unten laufend diese Käufe dann, die nach oben geschoben haben. Hier, das war die Korrektur. Jetzt laufen wir wieder hoch. Das sind Zeichen dafür, dass der Markt eher nach oben als nach unten möchte. Und das ist interessant. Und das müssen wir einfach als Händler mit auf der Uhr haben. Und das könnte unter Umständen dann wirklich der Punkt sein, auf den so viele warten, teilweise hoffen, Start der Jahresendrallye. Und das könnte unter Umständen heute schon losgehen. Wir müssen allerdings abwarten, was der Markt hier an dieser Stelle auch macht. So, damit gehen wir jetzt nochmal in die Marktübersicht rein und wir schauen uns mal noch den führenden Sektor in den USA auch an, also derjenige, der Chart, der in den letzten Jahren die beste Performance hier auch gemacht hat und das ist der Nasdaq 100. Hier gucke ich mit Ihnen auch nochmal eben in die Woche rein, da sehen wir nämlich ein ähnliches Bild. Wir sehen hier sehr, sehr schön den letzten Schub im Trend, der jetzt schön tief korrigiert wird und hier muss ich mich einfach wiederholen. Wir haben auch hier die Chance, dass wir aktuell ein zweites Bein ausfügen, das heißt eine W-förmige Korrektur ausfügen, hier 1, 2, 3 und dann nach oben laufen, das könnte sein, höheres Hoch im Tag, entschuldigen Sie, höheres Tief im Tageschart, irgendwann lerne ich das mit den Hochs und Tiefs auch mal noch und dann schiebt es den Markt nach oben und das ist das, was wir im Tag natürlich auch sehen wollen und wir sehen hier identisches, was wir gerade bei den anderen beiden US-Indizes gesehen haben. Gestern war ein sehr, sehr schöner, positiver Tag und auch hier kommt es jetzt wirklich drauf an. Wir müssen den Schub der Stunde nach oben mitnehmen. Wenn das kommt, dann haben wir auch hier einige Sachen liegen. Wir haben hier die Tageshoch sehr nah aneinander liegen. Hier das Tageshoch von gestern bei 6.911 und dann hier bei 6.900, was haben wir hier, 21 entsprechend die Tageshochs. Die sind dann anlaufbar. Danach kommt schon das nächste Tageshoch, ist gar nicht so weit weg bei 6.956. Also wir haben dort einiges, was Schub nach oben bringen kann. Was wir dazu brauchen ist, ich habe es gerade gesagt, wir brauchen hier natürlich auch die Dynamik nach oben. Das heißt, wir müssen hier wirklich auch abwarten, dass der Markt hier einen Aufwärtstrend macht, weil das erste Indiz dafür ist, dass der Markt wirklich nach oben will. Das heißt, wir müssen hier definitiv sehen, dass dieser Index nach oben läuft. Wann das kommt, ob das kommt, müssen wir abwarten. Aber die Chancen hat der Markt auf alle Fälle, weil er halt hier wirklich auch sehr, sehr schön nach oben gelaufen ist. Das sehen wir ja an der dynamischen Kerze, die wir gestern hier auch mit gesehen haben. Also das mal zu den großen Indizes.
Dann schauen wir jetzt als nächstes nochmal auf den Ölpreis. Da hatte ich ja vor 2 Tagen schon mal in meinem Morgen-Webinar hier mit Ihnen gemeinsam draufgeschaut. Und was wir hier sehen, ist jetzt wirklich mal ein sehr, sehr schöner Rebound. Hier sehen Sie mal den Stundenschub. Wir haben jetzt hier sehr, sehr schön das Thema Aufwärtsschub zu sehen. Wir hatten hier eine erste trendförmige Aufwärtsbewegung, dann eine Korrektur. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist das Umkehrmuster, was sich auf Tagesbasis ausbildet und mittlerweile auch bestätigt. Das heißt, hier ist mal im Rahmen die letzten Handelstage zusammengefasst und wir laufen jetzt hier oben drüber. Das heißt, hier bildet sich wirklich schön ein Aufwärtstrend, der einen Rebound nach diesem starken Kursrutsch im Ölpreis durchaus jetzt einleiten könnte. Das heißt, wenn wir uns diesen Ölpreis hier entsprechend einmal anschauen, ich mache das für Sie gleich mal hier im Chart, wir zoomen mal etwas weiter rein, dann kann es hier durchaus kurzfristig jetzt dazu kommen, dass wir nach oben laufen. Wir hatten ja hier am Mittwoch war es gewesen, diese Kerze, dass wir erst einmal kein neues Tief gesehen haben, aber wir haben den Abverkauf wieder gesehen. Jetzt haben wir am gestrigen Tag die Kerze nach oben laufen sehen. Es hat sich aber in der Stunde, Sie sehen das ja selbst, der Aufwärtstrend noch nicht gebildet. Manchmal dauert halt so eine Umkehrsituation etwas. Und jetzt sind wir an der Stelle, dass der Markt hier nach oben laufen kann. Das heißt, wir sehen jetzt hier die versuchte Bestätigung dieser Umkehr. Das ist das, was sich gerade in der Stunde gezeigt hat. Hier bildet sich sozusagen jetzt dieser Trend, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und das ist jetzt das Ganze nach oben laufen zu lassen. Hier gab es zwar untergeordnet immer schon mal Trend. Das ist für die ganz kurzfristigen Trader sehr, sehr interessant. Für die, die es im etwas längeren Zeitraum haben bzw. traden, ist es jetzt interessant zu sagen, was passiert denn jetzt hier? Und wenn wir tatsächlich im Ölpreis einen Rebound bekommen sollten, dann zieht er sich hoch, dann haben wir hier die Bestätigung und Anlaufpunkte nach so einem starken Schub nach unten wären dann möglicherweise hier die Tageshochs. Also erst einmal hier das nächste Tageshoch, was wir hatten, das war an dem Tag, wo der Ölpreis um gute 7% nach unten abgeschmiert ist. Da war OPEC-Sitzung und ich glaube, Herr Trump hat auch getweetet irgendwie über die Ölkonzerne gewettert und dann ging es halt brutal nach unten. Anlaufpunkt hier, erst einmal möglicherweise das Tageshoch oben bei 59,31. Bitte auch aufpassen, wer das Ganze hier kurzfristig tradet. Wir sind in einem Abwärtstrend, das kann noch viel, viel, viel weiter nach unten gehen. Aber so eine Gegenbewegung kann man halt entsprechend auch traden und wer das aktiv machen möchte, der sucht sich hier entsprechend auch Anhaltspunkte. Die kann man planen, indem man sich den Stundentrend mal so ein bisschen anschaut. Ich zoome den mal kurz hier klein ran. Wir sehen ja hier im Stundentrend wirklich sehr, sehr schön die Abwärtsverläufe, die Hochs, die Tiefs, die sich hier entsprechend auch abwechseln. Da ist schon einiges an Dynamik da. Wie schon gesagt, das, was wir jetzt sehen, ist nur Korrektur. Aber wir haben dann in der Stunde den Trend und den Trend kann man ja entsprechend auch handeln, aus seinen Korrekturen beispielsweise heraus. Aber der Markt gibt momentan einfach das her, dass wir eventuell etwas Korrektur nach oben sehen mit Blick in die weiten Zeiteinheiten hier rein. Warten Sie mal, ich mache mal ganz kurz einen schönen Chart auf, einen sauberen Chart. Kleinen Augenblick, dass wir nicht die ganzen Linien immer drinnen haben. Neues Chartfenster, so, mach mal auf. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier in den kleineren Zeiteinheiten, beziehungsweise in den größeren Zeiteinheiten. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier noch Luft nach unten. Ne? Dieser Peak nach unten, den wir hier gehabt haben, der hat sozusagen hier in diesem Bereich erst einmal diesen Support berührt. Hier gab ja dieser Bruch von diesem Hoch, dieser Schub hat ja hier auch initial viel, viel, viel nach oben mit bewegt. Nichtsdestotrotz kann es hier doch deutlich noch nach unten gehen. Wenn wir uns das Ganze mal auf der Woche auch anschauen, dann sehen wir halt hier diesen Wochenaufwärtstrend. Der Schub, die ganze Bewegung hat ja hier in 2015 auch bekommen oder begonnen. Und dann sehen wir hier halt den Trendverlauf und dieser große Trend, ja, der ist weiterhin intakt. Ich weiß, wir sprechen hier über sehr, sehr, sehr lange Zeiträume. Aber nichtsdestotrotz, ich schaue mir solche Charts in den Situationen wie jetzt an, weil das halt einfach auch das Potenzial für so eine Korrektur mit eröffnet. Und wir sind jetzt gerade mal, wenn wir das so sehen wollen, an das Ausbruchslevel rangelaufen. Das heißt, rein aus klassischer trendtechnischer Sicht könnte der Markt ohne diesen Aufwärtstrend brechen bis hier unten reinlaufen. Ja. Und da reden wir dann über Preise für das WTI, fürs Fassöl, ja, was haben wir hier unten? Bei $42. Das ist eine Hausnummer. Jetzt stehen wir bei 57 aktuell gerade. Also da kann noch einiges nach unten kommen. Hier gibt es definitiv aus meiner Sicht noch längst keine Entwarnung. Das heißt, hier ist, was wir jetzt sehen, einfach nur der Rebound nach so einem klassischen Schub nach unten. Hier kann nach unten noch deutlich mehr kommen. Wenn aber nicht mehr kommt, dann können wir das Ganze entspannt betrachten. Wir gucken einfach, was im Tageschart passiert. Und das, was hier im Tageschart dann entsprechend mittelfristig passiert, ist das, wir sehen hier,
wahrscheinlich irgendwie Bewegung und entweder die zieht sich hier brutal nach oben, dann nutzen wir einfach die Stundentrends aus ihren Korrekturen. Das haben wir ja gesehen, auch in so einem starken Schub hier gab es schöne Trendbewegungen und Korrekturen. Hier haben wir dann die Möglichkeit, wenn der Chart uns das auf Tagesbasis gibt, dass sich hier ein Aufwärtstrend entsprechend entwickelt. Also das sind die Dinge, die können wir ganz, ganz in aller Ruhe anschauen, um dem Markt die Zeit geben, was uns vor, ja, Traders, also was uns als Trader sozusagen hier vor die Nase gesetzt wird in diesem Bereich. Also das mal zum Ölmarkt. Jetzt schaue ich nochmal in die Chats hinein. So, Fragen habe ich momentan nicht. Lutz, zum Dow. Ja, absolut, Lutz. Ich bin da voll und ganz bei dir oder bei Ihnen. Das ist Glaskugellesen. Man kann das auch genau andersrum sehen. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Dow mit hinein. Halt, da gehen wir mal schön hier rein, wo wir den Dow auch analysiert haben. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier der Dow Jones an dieser Stelle. Also das ist Glaskugellesen, das kann hier auf alle Fälle wieder nach unten gehen. Wie schon gesagt, was wir hier machen ist, wir suchen entsprechend Chancen am Markt und es ist halt einfach so, der Markt ist momentan nicht so einfach zu handeln und man kann sich jetzt, ich sag mal, noch nicht auf wirkliche Trends verlassen. Aus diesem Grund haben wir hier einen Markt, der uns Chancen bietet. Und ich sage an dieser Stelle auch immer, das ist Glaskugellesen, absolut korrekt, Lutz, an dieser Stelle. Aber wenn uns der Markt hier zeigt, als aktiver Trader, ich gehe nach oben, ich breche hier raus, dann haben wir die Chance. Und wenn wir die Chance als Trader nutzen wollen, dann kommen wir nicht drum herum, um das, was uns der Markt hier zeigt, anzupacken, unser Setup reinzulegen, unser Risiko zu begrenzen und dann zu schauen, wie weit uns der Markt in die eine oder andere Richtung auch mitbringt. Das ist wichtig, immer zu wissen, das, was wir hier machen, ist, wir suchen Chancen und wir warten, bis der Markt anfängt, diese Chancen zu spielen. Und genau das ist das, was ich auch in meinem Trading regelmäßig und erfolgreich umsetze, was viele, viele andere Trader auch machen und damit entsprechend die Märkte hier zu traden und in die, ja, sag ich mal, Trendrichtung entsprechend auch mit zu begleiten, weil wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, es hätte auch keiner damit gerechnet, dass wir nach diesen vielen Tiefs nochmal die Hochs anlaufen. Da waren die Crash-Propheten am Markt aktiv und alles wird schlimm hier unten in diesem Bereich und trotzdem ist der Markt da nach oben gelaufen. Das konnte man nicht erwarten, aber er hat es gemacht. Am Ende entscheidet der Markt, was er macht. Das ist wichtig, das ist die Message, die wir hier an dieser Seite ja mit in die Märkte reinnehmen müssen. Gut, Risikomanagement ist da ganz, ganz klar, ganz wichtig. So, das zu den entsprechenden Marktausblick für die nächste Woche, beziehungsweise zum großen Chartcheck. Fragen sehe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Das heißt, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir schauen mal in den edukativen Teil hinein. Ich werde da an dieser Stelle jetzt auch wieder technisch kurz einen Break machen, die Aufnahme hier entsprechend mal stoppen. Ich bleibe natürlich live auf Sendung und mache dann die zweite Aufnahme für den zweiten Teil, den ich dann in den edukativen Part mit einstellen kann. Das heißt, dass Sie sich diese Videos dann auf der Website von Tickmill bzw. dem YouTube-Kanal von Tickmill immer wieder getrennt auch anschauen können. So, ganz kurzen Augenblick bitte und dann starten wir gleich mit der nächsten Folie.